Hallo du Liebe und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich freue mich, dass du es dir ansiehst und dass du dabei bist. In diesem Video geht es darum, dass du dich nie in deinem Leben von anderen bewerten, beurteilen, verurteilen, dir Schuldgefühle einreden lässt, dir ihre Enttäuschungen, ihre Unzufriedenheit, vielleicht auch ihren Hass und ihre Boshaftigkeit, ihre Wut überstülpen lässt. Denn all diese Dinge haben immer nur etwas mit dem anderen zu tun. Sie haben nur etwas mit dir zu tun in dem Moment, wo du in deiner Kindheit Dinge erworben hast, die damit etwas zu tun haben. Das heißt, wurdest du als Kind bewertet, verurteilt, wurde dir die Schuld in die Schuhe geschoben, wurde dir deren Enttäuschung übergebügelt, deren Frustration und deren Wut, deren Unzufriedenheit, dann hat es in dem Moment etwas mit dir zu tun, nämlich das, dass es endlich an der Zeit ist, dass du dir diese Gedankenmuster, Verhaltensweisen und Glaubenssätze, die man dir in der Kindheit übergestülpt hat, dass du dir diese endlich für ein für alle Male abgewöhnst. Es kann dann trotzdem noch passieren, dass die Wut, die Schuld, die Ver- und Beurteilung bei dir ankommt, aber es ist wichtig, dass du sie dann in dem Moment wahrnimmst und wieder gehen lässt und dir dessen bewusst bist, dass es nichts, rein gar nichts mit dir zu tun hat. Und ein noch wichtiger Punkt ist, wenn du eine junge Mama oder ein junger Papa bist, dass du all diese Verhaltensweisen, die du aus deiner Kindheit, aus deinem Leben sehr gut kennst, dass du sie dir anschaust und dass du dir wirklich überlegst, möchte ich diese Dinge meinem Kind mit auf den eigenen Lebensweg geben oder ist es vielleicht besser, wenn ich diese Dinge aus dem Leben meines Kindes von vornherein verbanne? Denn aus meiner Sicht und aus tiefem Herzen bin ich zu 1000% davon überzeugt, dass wir Wut, Frust, Unzufriedenheit, Enttäuschung, Unzufriedenheit, habe ich schon gesagt, Werten, Urteilen, Hass, Schuldgefühle oder jemand die Schuld in die Schuhe schieben, dass wir die in einem Leben nicht wirklich brauchen und dass die in jedem Leben eines Menschen völlig kontraproduktiv sind. Denn die wahren Bausteine eines Lebens sind Liebe und alle positiven Werte, die es auf diesem Planeten gibt. Punkt.